Wenn du schnell gehst und deinen Kopf mit Selbstvertrauen hochhältst, dann bist du ein sehr fokussierter Mensch und ein großartiger Problemlöser. Wenn du mit hoch erhobenem Kopf gehst, Schultern zurück und Brust nach vorne, dann bist du sehr gesellig. Du verbringst gerne Zeit mit Menschen, bist selbstbewusst in ihrer Nähe und magst ihre Wertschätzung. Du magst auch neue Herausforderungen und bist schnell gelangweilt. Wenn du in einem durchschnittlichen Tempo gehst und deine Körperhaltung entspannt ist, dann bist du ein ruhiger Mensch. Du konzentrierst dich eher auf andere als auf dich selbst und bist leicht beeinflussbar. Wenn du in einem mittleren Tempo gehst, aber mit sicheren Schritten, dann bist du sehr kooperativ. Außerdem bist du ein guter Zuhörer. Du bist wahrscheinlich loyal und ein bisschen abhängig von anderen. Wenn du gemächlich gehst, langsame Schritte machst und deinen Kopf gesenkt hältst, dann bist du wahrscheinlich introvertierter und schüchtern. Wenn du deine Arme verschränkst, dann bist du gerne allein oder verletzlich. Eine weitere Möglichkeit, mehr über eine Person zu erfahren, ist, mit ihr zu Abend zu essen und auf ihre Essgewohnheiten zu achten. Menschen, die langsam essen, haben es nicht eilig und genießen ihr Essen. Das gleiche gilt für ihr Leben. Sie ziehen es vor, das Beste aus jedem Moment ihres Lebens zu machen. Bei der Arbeit schätzen sie Qualität vor Schnelligkeit. Schnelle Esser lieben es, alles schnell zu erledigen. Sie sind gut darin, Deadlines einzuhalten und Multitasking zu betreiben. Sie stellen oft auch die Bedürfnisse anderer Menschen vor ihre eigenen und haben nicht genug Zeit für sich selbst. Wenn eine Person immer nur eine Art Essen isst und es nicht mag, wenn das Essen durcheinander ist, ist sie sehr organisiert und mag es, wenn alles aufgeräumt ist. Sie mag es, Dinge zu durchdenken und ist sehr detailorientiert. Auf der anderen Seite, wenn eine Person das ganze Essen vermischt und alles zusammen isst, ist sie wahrscheinlich ein offener und freundlicher Mensch. Wenn jemand gerne neue und exotische Speisen ausprobiert, dann wird diese Person das wahrscheinlich auch im Leben tun. Sie ist offen für neue Erfahrungen, geht gerne Risiken ein, ist sehr mutig und langweilt sich nie oder ist langweilig. Wenn eine Person sehr laut ist, neigt sie dazu, sich selbst zu genießen. Sie weiß genau, was sie will und geht darauf los, ohne Rücksicht darauf, was andere denken. Sie marschiert einfach zum Takt ihrer eigenen Trommel. Und schließlich, wenn eine Person alles in Stücke schneidet, bevor sie isst, dann ist das jemand, der gerne alles plant. Diese Person denkt gerne im Voraus und neigt dazu, große Erwartungen zu haben, groß zu träumen und hart zu arbeiten, um genau das zu bekommen, was sie will. Schon eine handgeschriebene Notiz reicht aus, um einen Eindruck von jemandem zu bekommen. Lass uns deine Handschrift mal unter die Lupe nehmen. Wie groß sind deine Buchstaben? Wenn sie klein sind, dann bist du wahrscheinlich ein schüchterner und konzentrierter Mensch. Wenn die Buchstaben mittelgroß sind, dann bist du leichtlebig und flexibel. Und wenn die Buchstaben groß sind, dann bist du kontaktfreudig und liebst Aufmerksamkeit. Schauen wir uns jetzt mal den Wortabstand an. Wenn du viel Platz zwischen den Wörtern lässt, dann schätzt du deine Freiheit. Ist der Raum eng, dann bist du nicht gerne allein. Und jetzt zur Neigung. Wenn deine Buchstaben gerade stehen, dann bist du ein sehr praktischer Mensch, der seine Gefühle nicht über seinen Verstand gehen lässt. Wenn deine Wörter nach rechts geneigt sind, dann bist du aufgeschlossen und triffst gerne neue Leute. Wenn sie nach links geneigt sind, dann bist du gerne auf dich allein gestellt. Wenn du Rechtshänder bist, kann die Schrägstellung nach links auch bedeuten, dass du ein Rebell bist. Achte schließlich auf die Geschwindigkeit deines Schreibens. Wenn du langsam schreibst, dann bist du sehr organisiert. Wenn du schnell schreibst, bist du ungeduldig und verschwendest nicht gerne Zeit. Wir können auch eine Menge über eine Person lernen, indem wir uns einfach ihr Social-Media-Profil anschauen. Menschen, die ihr Profil gründlich ausfüllen, alle Fragen beantworten und jedes Detail angeben, sind sehr offen. Die Privatsphäre-Einstellungen spiegeln perfekt wider, wie wohl sich Menschen beim Teilen mit anderen fühlen. Menschen, die viel Freude auf Social Media haben, sind in der Regel selbstbewusst, aber neigen zu einem geringen Selbstwertgefühl. Sie haben viele Freunde, weil sie versuchen, das zu kompensieren und in den sozialen Medien beliebt zu sein. Menschen, die viel posten und die viel liken, kommentieren oder teilen, sind extrovertiert. Aber wenn die Person eine Menge selbstdarstellerische Inhalte wie Selfies postet, ist sie wahrscheinlich narzisstisch. Das gleiche gilt für diejenigen, die ihren Status sehr oft aktualisieren. Das bedeutet, dass die Person versucht, sich selbst zu promoten und nach Bewunderung sucht. Als nächstes Musik. Musik ist eigentlich eine sehr intime Sache, weil sie die Seele anspricht. Also kann der Musikgeschmack eine Menge über eine Person verraten. Menschen, die klassische Musik und Opern mögen, neigen dazu, ein hohes Selbstwertgefühl zu haben und sind sehr kreativ. Das gleiche gilt für Jazz- und Blues-Liebhaber. Sie sind ruhig und kontaktfreudig.
Country-Musikliebhaber sind fleißig und gesellig. Pop-Musikliebhaber sind fleißig und kontaktfreudig, aber sie sind nicht kreativ und neigen dazu, ein wenig hochmütig zu sein. Rock- und Heavy-Metal-Liebhaber sind in der Regel introvertiert, aber kreativ. Sie haben ein geringes Selbstwertgefühl und sind ein bisschen faul. Die Liebhaber von Tanzmusik sind gesellig und kreativ. Rap-Liebhaber quatschen gerne, neigen aber dazu, auf andere herabzuschauen. Aber auch scheinbar kleine, alltägliche Dinge können eine Menge aussagen. Wie zum Beispiel die Art, wie du dein Toilettenpapier aufhängst. Wenn du es mit dem Blatt nach vorne aufhängst, dann bist du wahrscheinlich dominant. Wenn du es hinten abrollen lässt, dann bist du unterwürfig. Wir verbringen viel Zeit mit unseren Smartphones. Kein Wunder also, dass deine Nutzungsgewohnheiten auch etwas über dich verraten. Hältst du es, scrollst und tippst nur mit einer Hand? Wenn ja, dann bist du eine sehr selbstbewusste Person, die ihre Ziele erreicht. Aber in Beziehungen nimmst du dir wahrscheinlich gerne Zeit, um zu entscheiden, ob die Person die richtige für dich ist. Auf andere wirkt das vielleicht als zurückhaltend. Und wenn du dein Telefon in einer Hand hältst und mit dem Daumen der anderen arbeitest, dann bist du vernünftig und schlau. Du überlegst sorgfältig, bevor du etwas tust und ziehst gerne alles in Betracht, bevor du eine Entscheidung triffst. In Beziehungen ist es wiederum das Gegenteil. Hier neigst du dazu, unüberlegte Entscheidungen zu treffen und kannst sehr urteilend sein. Wenn du mit deinem Zeigefinger am Telefon arbeitest, dann bist du wahrscheinlich sehr kreativ. In romantischen Beziehungen bist du schüchtern und es fällt dir schwer, Bindungen aufzubauen. Und wenn du beide Hände benutzt, um dein Telefon zu halten und daran zu arbeiten, dann bist du schlagfertig und bevorzugst es, Entscheidungen schnell zu treffen. Du bist ein flexibler und gut angepasster Mensch, der sich schnell an neue Bedingungen gewöhnen kann. Aber in Sachen Liebe ist das nicht so praktisch. Dein Durchsetzungsvermögen könnte die Person erschrecken, sodass du oft daran scheiterst, ihr näher zu kommen. Die Art, wie du ein Selfie machst, ist auch wichtig. Wenn du es von unten machst, dann bist du ein angenehmer Mensch. Wenn du deinen Hintergrund nicht gerne preisgibst und sorgfältig einen Platz für ein Bild auswählst, dann bist du akribisch. Wenn du lächelst oder lachst, während du ein Foto machst, dann bist du ein sehr offener Mensch. Und schließlich ist das Entengesicht typisch für ein klein wenig neurotische Menschen. Lass uns nun über die Art und Weise sprechen, wie du deine Pizza isst. Sehr wichtig. Fangen wir mit der seltsamsten Art an. Diejenigen, die die Kruste zuerst essen. Diese Menschen, wenn es sie überhaupt gibt, sind offensichtlich sehr dramatisch und lieben es, Aufmerksamkeit zu erregen. Menschen, die Pizza mit Messer und Gabel essen, sind sehr loyal und zuverlässig und folgen gerne den Regeln. Menschen, die ihre Pizza vor dem Abbeißen falten, sind sehr effizient, gehen gerne Risiken ein und langweilen sich auch leicht. Und wenn du von der Seite des Winkels in deine Pizza beißt, bist du ein Perfektionist, der Dinge lieber richtig macht. Wie schreibst du nun den Buchstaben X? Überraschenderweise gibt es 8 Möglichkeiten, es zu tun. Wenn du es auf die ersten beiden Weisen schreibst, bist du auf die Vergangenheit fokussiert, die dich festhält und dich nicht vorwärts gehen lässt. Wenn dein Weg der dritte ist, bist du wahrscheinlich ein Rebell. Die vierte Art bedeutet, dass du in die Zukunft blickst, aber ein Teil von dir hält dich noch in der Vergangenheit zurück. Die fünfte Schreibweise deutet darauf hin, dass du sehr unabhängig bist und gerne alles auf deine eigene Art machst. Wenn du wie Nummer 6 schreibst, dann bist du ein Trendsetter. Der siebte Weg gilt als der effizienteste und in Anführungsstrichen richtige Weg, den Buchstaben zu schreiben. Wenn du ihn also so schreibst, folgst du lieber den Normen und magst es, ein Gleichgewicht in deinem Leben zu haben. Und wenn du es wie in Nummer 8 machst, dann bist du wahrscheinlich ein Mensch, der über den Tellerrand hinausschaut. Interessanterweise kann die Art und Weise, wie Kinder auf eine Person reagieren, auch viel über die Persönlichkeit verraten. Kleine Kinder beurteilen niemanden nach seinem Aussehen, seiner Denkweise oder seiner Bildung. Es ist also viel schwieriger, sie zu verunsichern als Erwachsene. Stattdessen bilden sich Kinder ihre Meinung anhand der Körpersprache und des Gesichtsausdrucks der Menschen, die viel schwerer zu kontrollieren sind. Also, wenn Kinder dich mögen, dann musst du ein sehr netter Mensch sein. Nimm es als Kompliment.